20 Uhr. Du musst doch spinnen. Wenn man doof ist.
Ganz prima. Na, fantastisch. Prima. Okay. Ja, immer noch. Der Ruf in den Busfahrer des FCK, also des 1. FC Kaiserslautern, Rainer Sauerhöfler, möchte bitte sofort hier in die Mitteleingang.
So, meine Damen und Herren, Sie können die Uhrzeit nehmen, 18 Uhr, das Spiel läuft, die erste Halbzeit. Da der FCK angestoßen hat, hatten wir offensichtlich doch die Seitenwahl und spielen so, wie wir es am liebsten haben. Zunächst auf das Tor, das in den Richtung Norden der Stadt Erfurt zeigt. Thank you.
Des FCK, also des ersten FC Kaiserslautern bei uns. Und nun pfeifen Sie noch einmal richtig und dann schließen wir für dieses Spiel vielleicht einen Pakt ab. Es soll ja ein schönes, ein unterhaltsames Fußballfreundschaftsspiel werden. Vielleicht denken Sie mal darüber nach. Haben Sie geärgert? Ja. Muss der 1. FC Kaiserslautern leider verletzungsbedingt zum ersten Mal Auswechslung. Nicht mehr dabei mit der Nummer 5, Tom Dole. Für ihn spielt jetzt mit der Nummer 15 ein junger Mann aus der A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern mit dem schönen Namen Elvis Haradinovic. Elvis Haradinovic. Oh,
24. Spielminute, meine Damen und Herren, es ist das 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern gefallen. Torschütze
mit der Nummer 4, Thomas Renner. Oh, my God.
Cola. Da haben wir noch gegessen, da haben wir noch Cola bekommen. Hier ist auch der Dame für Cola. Alle Tasse eingeladen.
und Herren, wir befinden uns in der 38. Minute des Spieles zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Rot-Weiß Erfurt. Es ist das 2:0 für unsere Gäste gefallen. Torschütze mit der Nummer 7, Guido Hoffmann. Thank you.
45 Minuten führte erst FC Kaiserslautern im heutigen Freundschaftsspiel gegen den gastgebenden FC Rot-Weiß Erfurt nach Toren von Renner und Hoffmann mit 2:0 Toren. Schnell noch ein Hinweis für Sie, meine Damen und Herren. Souvenirs des ersten FC Kaiserslautern können Sie an 2 verschiedenen Stellen im Stadion erwerben. Sowohl unter der großen Anzeigetafel als auch in der Nähe der Eisschnelllaufbahn. Nun mache ich hier oben Schluss und es geht weiter mit Udo Scholz unten im Innenraum. Ich habe meine liebe Fußballfreunde hier in den Wechselt für Peter Distel steht nun Rainer Hofmeister in der zweiten Halbzeit und nicht mehr dabei Armin Ronstedt mit der Nummer 10. Für ihn spielt jetzt mit der Nummer 14 Ronald Baumbach. Und was sich alles beim 1. FC Kaiserslautern getan hat, das werden wir gleich von Udo von Betzenberg erfahren. Anpfiff zunächst. Hat es mit Beginn der zweiten 45 Minuten auch beim 1. FC Kaiserslautern gegeben, meine Damen und Herren. Nicht mehr dabei mit der Nummer 2 Marco Haber und mit der Nummer 6 Markus Kranz. Sehr verständlich, beide haben ja vorgestern noch in der siegreichen U21-Auswahl Deutschlands gespielt. Für sie nun in der zweiten Hälfte auf dem Platz mit der Nummer 12 Uwe Scherr und mit der Nummer 16 Markus Schupp. So, wir haben den Schatten.
Schuppen. Die zwei U21er, wie der heißt. Aber. Franz ist der eine, den kennen wir noch nicht. Bitte sei so nett und komm zum Bus. Roland, sei bitte so nett und komm zum Bus. Dankeschön.
Willst du nicht einfach runtergehen? Nimmst du die andere? Bitte? Nimmst du die andere? Wenn wir dann arbeiten, nehmen wir die Runde. Wahrscheinlich zwei. Erste hier.
heißt denn das? Baumbach. Baumbach. Meine Damen und Herren, jetzt hätte ich doch beinahe die Auswechslung beim FC Rot-Weiß verpasst. Nicht mehr dabei mit der 14 Ronald Baumbach, der verletzt ausgeschieden ist. Für ihn spielt jetzt Jörg Schmidt. In der gleichen Minute gibt es noch eine Auswechslung beim ersten FC Kaiserslautern. Der bereits eingewechselte Elvis Hajavatanovic geht wieder vom Platz mit der Nummer 15. Und es kommt mit der Nummer 13 Axel Roos. Yeah!
Treffer erzielt. Nun hat ja Udo Scholz recht. 4 Tore sind ja schon auf der einen Seite gefallen, denn er sagte vor dem Spiel, wäre doch schön, wenn es ein 4:4 gäbe. Aber da müssten natürlich jetzt auf der anderen Seite noch 4 fallen und da hoffe ich immer noch. Sie doch auch, ne? War einer der Jüngsten auf dem Platz, Erfurts Jörg Schmidt. Thank you.
begonnen. Thank you.
stirbst ganz schnell. Spielminute, meine Damen und Herren, es ist das zweite Tor von den FC Rot-Weiß gefallen. Torschütze Perkopf mit der Nummer 6, Tino Gottlöber. Kaiserslautern
gastierte im Erfurter Steigerwaldstadion, bezwang den FC Rot-Weiß Erfurt nach einer 2:0 Halbzeitführung am Ende mit 4:2 Toren. Aus den insgesamt 8 Toren ist leider nichts geworden, aber 6 ist ja auch eine stolze Zahl. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, sehr herzlich für heutiges Kommen. Danke vor allen Dingen aber unseren Gästen aus der Pfalz, Kalli Feldkamp und seiner Mannschaft, dafür, dass sie nach Thüringen gekommen sind. Wünsche allen Akteuren, auch unserer Mannschaft, Ihnen, meine Damen und Herren, ein sehr schönes, erholsames, wenn es geht auch freundliches Osterfest. In diesem Sinne noch einen sehr schönen Abend und unseren Gästen eine angenehme Heimreise. Auf Wiedersehen ein andermal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz im Anschluss an das Freundschaftsspiel des Spitzenreiters der Bundesliga 1. FC Kaiserslautern als Gast bei dem FC Rot-Weiß Erfurt. Von unseren Gästen begrüßen wir recht herzlich den Trainer Herrn Feldkamp und den Sprecher des Vereins Herrn Scholz. Von Rot-Weiß Erfurt haben Platz genommen Herr Kurbeweit, der Trainer, Herr Menz, der Manager, Herr Zeitz, der Präsident unseres Vereins. Ich bitte als erstes Herrn Feldkamp um eine kurze Einschätzung des Spiels. Zuerst möchte ich mir für diese schöne oder für diese Gastfreundschaft bedanken. Das ist ja nicht normal, so in der Serie plötzlich irgendwo hinzufahren, ein solches Freundschaftsspiel zu machen, Ihnen dann auch noch vielleicht einen der besten Spieler hoffentlich wegzunehmen. Es gibt immer Emotionen. Und bei der Einleitung muss ich auch sagen, dass ich sehr enttäuscht bin, dass wir immer wieder mit unserer Vergangenheit konfrontiert werden. Ich sage das ganz offen, das ist uns in Cottbus so gegangen. Wir werden gefragt, wie oft, und kommen Sie nochmal hier rüber, wir müssen gegeneinander Fußball spielen, wir wollen miteinander Fußball spielen, auch wenn kein Spieler verkauft wird. Ich habe das immer drüben gesagt, und hoffentlich gibt es das mal. Halten wir uns daran. Ich möchte weiter Freundschaftsspiele machen, auch wenn mal die Oberliga nicht mehr existiert, wenn es nur noch eine Regionalliga gibt und eben wir eine geschlossene Bundesliga haben, für meine Begriffe, wo ich noch mehr Vereine aus der früheren DDR. Ich halte nichts vom Abbau der Bundesliga. Ich möchte eigentlich, dass wir uns in der Größe weiter darstellen. Ich möchte das eigentlich ein bisschen bekämpfen, das, was da von den Rängen kommt. Ich tue das. Ich weiß, wie schwer das ist aus der Vergangenheit raus, dass diese Mannschaft, wo der Rainer Ernst drin gespielt hat, ja hier negativ Fußballgeschichte geschrieben hat. Ich kann sowas nicht unerwähnt lassen, denn das hätte ja zum, sagen wir mal, zur schlechten Stimmung bei diesem doch recht attraktiven Freundschaftsspiel über lange Zeit beigetragen. Im Spiel selbst bin ich überrascht, wie stark wir gespielt haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben sehr schön gespielt, wir haben schöne Tore gemacht und der Egoismus der einzelnen Spieler hat vielleicht verhindert, dass wir das ein oder andere Tor mehr machen. Und man hat auch gesehen, dass gerade so Spieler, die jetzt mal über 90 Minuten gehen müssen, die noch kein Bundesligaspiel haben, wie der Renner auf der rechten Seite mit dem ersten Tor und wie auch jetzt der Winkler über 90 Minuten, frühere Amateurspieler, wie sie doch schon den Anschluss gefunden haben, uns zu ergänzen. Sehr schlecht ist natürlich der Rückenbruch von Tom Dooley,
und so einen zweifachen Rippenbruch hat und damit vielleicht für die nächsten 4 Wochen ausfällt. Ein weiteres Stückchen von unserer wirklich hervorragenden Stammbesetzung. Und der war in der letzten Zeit ein ganz hinten in der engeren Abwehr. Und es wird sehr schwer werden, vielleicht dieses Loch zu schließen. Ich hoffe, dass Sie Ihr Ziel erreichen. Wir haben unseres bereits erreicht. Wir wollten eigentlich 9. werden in der Bundesliga. Es wird sehr schwer werden, das einzuhalten. So, dann würde ich gerne teilen. Ja. Aus unserer Sicht muss man klipp und klar sagen, dass wir unser Ziel heute mit diesem Spiel absolut nicht erreicht haben. Wir haben hier gegen Kaiserslautern schlechter ausgesehen, als es dieses 2:4 letztendlich noch ausdrückt. Das, was wir dann gemacht haben, diese 2 Tore, das war Makulatur, als die Lauterer nachgelassen haben. Es ist uns nicht gelungen, ich sage es mal ganz offen, spielerisch einen Schritt nach vorn zu machen. Spielerisch deshalb, jeder, der uns gesehen hat in diesen Auftaktspielen der Punktspielrunde, weiß, dass wir mit diesen 6:4 Punkten ganz ordentlich gestartet sind. Aber kritisch wie wir sind, sagen wir haben noch lange nicht diesen Schwung, diesen Elan des Herbstes erreicht. Und dazu sollte dieses heutige Spiel unter anderem dienen. Es ist uns nicht gelungen. Wir wirkten teilweise wie ein Hühnerhaufen. Aus welchem Grund auch immer, das sei jetzt mal dahingestellt. Wenn ich überhaupt etwas Positives aus diesem Spiel herausnehmen kann, dann ist es die Tatsache, dass der Tino Gottlöber hier ein gutes Spiel gemacht hat. Nicht nur wegen seines Tores, er war von Beginn an, glaube ich, einer der wenigen Spieler, die hier auch mit Mut gespielt haben, neben dem Uwe Abel, den ich ganz gerne auch mal herausheben möchte, der es wirklich nicht leicht hat bei mir, ich gebe das zu. Aber nur deshalb, weil er aus meiner Sicht in der Regel unter seinen Möglichkeiten spielt. Heute hat er seine Sache ordentlich gemacht. Diese beiden Namen will ich auch ganz gerne mal positiv hervorheben. Ansonsten, wow, das ähnelte schon fast einer Vorführung, was Kaiserslautern uns gemacht hat. So kritisch muss man das sehen. Bei diesen guten Vergleichen gegen Köln und auch gegen Nürnberg wägten sich möglicherweise einige Spieler schon weiter, als wir tatsächlich sind. Und wir sind heute schön zurückgeholt worden. Es darf natürlich in der Analyse und in der Auswertung dieses Spiels nicht so weit gehen, dass wir uns nun zerfleischen und sagen, nun können wir gar nichts mehr, das ist ja Quatsch. Im Vergleich zur ersten Bundesliga, und das war es heute, da fehlt noch eine ganze Menge. Bei der Mannschaft, aber auch bei den einzelnen Spielern. Danke. Gibt es Fragen, Dr. Kaiser? Herr Kurfürweit, muss man in Ihrer Mannschaft nicht doch auch entschuldigend sehen, dass mit dem Holger Bühner, mit dem Carsten Sänger und dem Heiko Räde 3 doch wohl der stärksten Abwehrspieler fehlen, was sich natürlich bemerkbar macht? Ja, sicher, aber ich meine, das, sowas als Begründung zu bringen, das kann man schon irgendwo im Hinterkopf, aber nicht als erstes damit anfangen, das geht nicht. Wir haben hier 20 Spieler unter Vertrag und gehen wir davon aus, dass sie alle willig sind, ihren Beruf ordentlich auszuüben. Da müssen wir natürlich heute irgendwo Zweifel hegen. Ja? Die Lauter haben 24 oder wie viel unter Vertrag. Also ich habe keinen Niveauunterschied gesehen. Sicherlich liegt es auch an uns. Ja, zu dem, was man so von den Bildschirmen sieht, der Lauterer, das ist in Ordnung. Ja? Bei uns muss ich sagen, das geht also so nicht. Ja? Ich bin zum Beispiel nicht klüger geworden auf der linken Abwehrseite mit dem Steffen Dünger. Koni gespielt, unzufrieden gewesen. Heute wieder Steffen Dünger. Ich bin überhaupt nicht klüger geworden. Das würde ich nur wahrscheinlich eine dritte Variante aussuchen. Ja? Das meine ich damit. Das, sicherlich ein Carsten Sänger mit seiner Cleverness, aber ich weiß nicht, ob das wesentlich anders ausgesehen hätte. Das ist auch nicht Gegenstand meiner Diskussion, überhaupt nicht. Bei den Fragen an Herrn Pettgang, Sie erwähnten den Rainer Ernst, also die Begleiterscheinung für sein Spiel. Aber der Mann hat ja für meine Begriffe im Mittelfeld streckenweise eine hervorragende Rolle heute gespielt. Spielt er die sonst nicht, denn er ist ja nicht in ihrer Stamme, ständig. Oder war das die relativ geringe Gegenwirkung? Nein. Der Rainer Ernst hat solche Spiele wie heute immer auswärts aufgebracht. Einer der stärksten Spieler. Er hat eine gewisse Hemmschwelle momentan bei uns im Stadion. Sie sehen ja, was er so mit dem Ball macht. Wie ruhig, wie gelassen, wie sicher er auch den Partner sieht. Und eigentlich ist das verführerisch auf dem Betzenberg, dass die Leute in unserer Umgebung, wenn er das alles einen Takt schneller machen würde, würde den Ball verstolpern, dann ist der Betzenberg eher zufrieden, als wenn er jetzt mit einem etwas, ja sagen wir mal, mit einer tollen fußballerischen Leistung den Ball irgendwo hinbringt. Man verzeiht ihm eigentlich nicht so dieses Lässige, dieses Flechma, was aber im Endeffekt was mit Können zu tun hat. Das ist vielleicht der Punkt momentan und da muss er durch. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er diese Mannschaft führen kann auf der Runde. Okay, natürlich wollen wir wissen,
wie ihm der Vogel gefallen hat, wird er die Weiß von der Weiß, die sich vielleicht von ihm auch. Und dann muss er Vorstopper spielen wie der Briegel. Aber er ist doch auch schon so ein Reisertyp. Also ich persönlich bin der Meinung, dass wir einen Spieler verpflichtet haben, der zum Kunst, zum Wittischek, so wird das Gespann ja vorne aussehen, wir haben ja auch den Winkler noch. Und wie er sich durchbeißen wird, in welcher Ergänzung, das werden die Freundschaftsspiele zeigen, das wird das Training zeigen. Und man kann nie von einem Verein sagen, da ist er absolut 100% und dann holt man ihn und auf einmal ist er nur noch 40%. Vielleicht war er hier heute schwach und bei uns spielt er viel stärker. Ich warte es ab. Wir haben ihn beobachten lassen. Wir glauben, dass er zu uns passt. Und ich hoffe, dass er das auch bereit. Wie viele Mal haben Sie ihn jetzt gesehen? Ich persönlich habe ihn zweimal gesehen. Aber mein Co-Trainer mehrmals. Heute schlechter? Ich fange an zu kritisieren, wenn er mit mir gearbeitet hat. Sonst muss ich ja jetzt etwas tun, muss ich erst fragen, was er mit ihm gemacht hat. Dann würde ich ihn kritisieren. Ja? Oder war der Start sehr gut? Der Start war halt sehr gut. Sie dürfen nicht vergessen, dass dieser Stadler auch auf seine Chance wartet. Nicht? Der hat in der U21 jetzt gespielt mit dem Kranz und mit dem Haber. Und wahrscheinlich wird die Chance schon in Nürnberg kommen. Wenn der Dudi schwer verletzt ist, dann muss er da hinein. Und ich war schon zufrieden, wie er das heute gemacht hat. Herr Fettung, heute war eigentlich auch eine Autogrammstunde mit Ihnen geplant, so heute Mittag und Nachmittag. Ja? Die ist angeblich nicht zustande gekommen, weil Sie angeblich 4000 D-Mark verlangt haben für diese Autogrammstunde. Sie sind ein bisschen viel verlangt. Ja, wissen Sie. Erstens mal will man selten etwas hören, was ich verlange. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich Sie eigentlich mal fragen, ist es an der Sicherheit gescheitert? Ich wäre heute Mittag um 2:30 hier irgendwo auf dem Markt gewesen und das ist nicht am Geld gescheitert, sondern an der Sicherheit, die man gewähren konnte, um diese Autogrammstunde durchzuziehen. Ich wäre froh, wenn ich die 4000 Mark verlangt hätte, dann wüsste ich demnächst den Wert meiner Autogrammstunde. Er hat Ihnen denn gesagt, dass ich 4000 Mark verlangt. Da können Sie mir das mal sagen. Wurde mir vom Käufer dieses Spiels gesagt. Masse. Ja, was? Können Sie mir den Namen? Erdringer oder wie heißt? Dann hole ich den Herrn Erdringer jetzt hier ein, der begleitet uns den ganzen Tag, dann soll er das bitte auch wiederholen. Solche Dinge lassen wir nicht stehen. Also stimmt auf keinen Fall, sagen Sie schon mal. Leute, das stimmt, betritt der Erdringer nicht mehr den Wetzenberg. Da schleicht er nämlich sehr oft rum. Ich würde das gerne, dass Sie ihm das gleich nochmal sagen. Nein, ich weiß. Hat er Ihnen das gesagt? Ja, dann hat er aber Schwierigkeiten, demnächst unsere Platzanlage zu betreten. Steht ja draußen, dann können Sie ja reinholen. Wir das nämlich geklärt haben. August. Kann sein, dass er für sich wahrscheinlich 300.000 Mark in die Tasche stecken würde. Ich muss für 500 Mark nicht kommen. Ja, weitere Fragen? Ja, ich hätte noch mal eine Sache. Aus unserer Sicht vom Verein her. Der Kai Feldkamp, Sie stehen jetzt an der Spitze vorne. Sie haben es ja nicht angesprochen, dass wir den einen oder anderen Spieler, als Sie jetzt aus der Bundesliga, als Nordost weggeholt werden. Aber was ich viel schlimmer finde, wo wir Ihre Hilfe gerne möchten, dass jetzt langsam die Bundesliga, die großen Clubs wie Leverkusen, die Schalke, die in der zweiten sind, aber die aufsteigen wollen, jetzt langsam beginnen, bei uns den Nachwuchs, die 15, 16-Jährigen wegzuholen. Ja, machen wir das eine zu Ende. Warten wir mal ab jetzt. Entschuldigung, vielleicht kann der Herr Mensch mal zu Ende sprechen. Ja. Und ich sage nochmal, wie Sie es vorhin gesagt haben, das Geld regiert, ist ganz klar, ich sehe auch ein, dass ein gestandener Spieler, der die Chance hat, Bundesliga dort wechseln sollte. Aber wenn wir jetzt so weit sind, dass wir 15-Jährige in die alten Bundesländer rüberlocken, ja, und bei uns ist vor einem Jahr mit Ricardo Egel, unser bestes Stürmertalent in 16 Jahren, nach Werder Bremen gelockt worden, so muss man es ja sagen. Und diese Woche hatte ich Kontakt mit dem Manager von Schalke 04, den Herrn Erdmann, der uns den Kai Ahlert, einen 15-Jährigen, nach Schalke verpflichtet hat, den ich auch sofort freigeben sollte. Und zurzeit ist in Duisburg ein Turnier gelaufen. Und dort waren sie von Köln, von Leverkusen, von Schalke, auch von unseren zwei Spielern dann, Pitt Schönberg und Christian Erdmann. Deshalb hätte ich jetzt eigentlich die Bitte, dass was von den gestandenen Trainern, die was zu sagen haben, da drüben kommen müsste, dass ein sogenanntes Wechselverbot für die Nachwuchsspieler kommen sollte, damit nicht wir irgendwann hier ein weißes Fleck werden. Denn wenn jetzt 15, 16, 17-Jährige weggenommen werden, ja, wo wir mit viel Liebe die Leute ausgebildet haben, dann haben wir gar kein Hinterland mehr. Das wäre meine Bitte an Sie, dass Sie vielleicht da drüben was bewegen können. Nein, das kann ich nicht versprechen. Ich finde eigentlich, dass das, so wie wir das praktiziert bekommen bei uns, so ist das im freien Beruf gang und gäbe. Schlimm wäre, wenn diese 15-, 16-Jährigen ihren Beruf abbrechen würden und würden dann irgendwann ohne Lehrstelle oder ohne Abitur stehen.
Aber dass hier Spieler einen Wohnungswechsel vornehmen, sich heute für eine andere Ausbildung suchen, das halte ich für ganz normal. Ich halte das für sehr wichtig, dass wir unterscheiden, dass hier keiner gezwungen wird, sondern dass hier versucht wird, eigentlich dem Spieler oder dem Jungen eine Zukunft zu geben, irgendwo, vielleicht mit seinen Eltern. Wie das zustande kommt, mit welchen Mitteln, das ist was anderes, wie hoch die schon bezahlt werden. Aber es gibt keine Möglichkeit, hier ein Gesetz zu schaffen, dass der Spieler mit 15, 16 Jahren nicht statt in Leverkusen oder in Erfurt oder irgendwo spielen kann. Das halte ich für falsch. Ich halte es für falsch, solche Camps aufzuziehen. Das ist falsch. Aber wir müssen uns ein bisschen daran gewöhnen, dass eigentlich solche Praxen oder dass so etwas Selbstverständnis im Beruf sind. Ich halte das für normal. Wenn darunter die Schule und den Lehrstellen und solche Clubs, ich weiß es selbst von hören, sind in der Lage, bei Bayer hervorragende Berufe anzubieten. Teilweise die Eltern noch mit zu beschäftigen. Da liegen die uns bei Weitem voraus. Da haben wir gar keine Chance mit Kaiserslautern. Wir haben ja auch schon zwei verloren. Wir sind da mit Sicherheit nicht diejenigen, die das immer alles gut heißen. Wenn Bayer Leverkusen auftritt und Bayer Uerdingen auftritt und jetzt da gehe ich mal noch vielleicht aus Bayern München oder Schalke früher, da hatten wir keine Chance. Das haben wir schlecht gar nicht. Ja, nur ich, aber das ist nun mal der freie Beruf. Und da müssen wir eigentlich lernen, mit umzugehen. Und ich finde, da kann man auch als Trainer keine Gesetze fordern oder sowas. Das hängt auch sehr oft mit dem Umfeld des Jungen ab. Denn die Eltern sind manchmal schlimmer als die Jungen selber. Die Väter reißen uns die Türen ein und dann musst du den Vater noch mitnehmen und die Oma auch noch. Und das erste Auto kriegt der Vater und das zweite kriegt dann erst der Sohn. Also es sind dann schon genügend Dinge gelaufen. Schlimm ist eigentlich, wenn die Kinder nachher alleine gelassen werden. Wenn Verletzungen da sind, wenn irgendwelche Berufe unterbrochen werden. Aber diese Kettenreaktion muss man erstmal beweisen bei den Clubs. Aber das lässt sich nicht praktizieren. Und da im Vorfeld irgendwelche Kinder einsperren und sagen, du fährst zu keinem Turnier mehr. Vielleicht muss man etwas anderes, man muss vielleicht über einen langen Zeitraum die Ablösesumme hochhalten. Dass ein Junge, der sich dann entwickelt, dass der Verein später davon auch wirtschaftlich einen größeren Vorteil hat. Aber da etwas anderes fordern, daran müssen sie sich gewöhnen. Das ist ja das Schlimme bei uns auch in der Bundesliga, dass wir eigentlich mit einigen Clubs gar nicht mehr existieren können. Erst FC Kaiserslautern mit 35.000, 36.000 Zuschauern in der Pfalz hat die Chance doch gar nicht wirtschaftlich neben Bayern München oder neben Leverkusen zu existieren. Vielleicht ein Beispiel, wir holen den Wittischek und Bayer Uerdingen geht hin und macht ihm ein Angebot von, jetzt sage ich mal, um 150% mehr als im Vorjahr, mit 7.500 Zuschauern. Aber Bayer kann das. Solange die Pillen laufen, da ist das eine Kleinigkeit, einen solchen Spieler zu bezahlen. Das ist natürlich unwahrscheinlich, sowas. Und wir müssen statt 1,8 vielleicht 2,4 Millionen Ablösesumme tragen, weil die in der Lage sind, einen solchen Vertrag anzubieten. Und dann, das kribbelt bei uns genauso gut, sagen Sie mal ja. Aber mit den Jugendspielern da eine Sperre zu bekommen, das wäre sehr schlimm. Herr Feldkamp, noch eine Frage. Sie haben ja einen Leiter und Thüringer Spieler bis hier. Welches Gefühl haben Sie bei Bayern Bräutigam? Die haben ja wohl mit ihm. Ich glaube, der hatte uns auch im Visier. Er suchte einen Spitzenklub und hat sich mit uns unterhalten. Was wäre das höchste der Gefühle für Kaiserslautern, preislich? Ich habe eben schon mal statt der 4.000 über Geld gesprochen. Das lässt sich ganz einfach ausrechnen. Da gibt es auch einen ganz normalen Modus. Wenn der Vertrag ausläuft, dann liegen die Angebote vor. Wenn er nicht auskommt, dann kann der Verein frei handeln. Und dann ist es immer eine Frage, wie hoch gehen wir, wenn wir ihn haben wollen. Aber wir sind momentan wirklich dabei, das nicht überhaupt zu realisieren, weil wir nicht wissen, was ist mit Wittischek. Wir wissen nicht, geht Labbadia. Wir müssen 8 Spieler auch ganz ehrlich abgeben. Wir haben 24 Lizenzspieler und schon 4 neue verpflichtet. Wobei ich das nicht so eng sehe, denn für mich ist die Serie erst im Dezember oder im Januar zu Ende. Das ist ein anderer Rhythmus. Wir haben in der Rückrunde oder in der neuen Runde 22 Bundesligaspiele bis Dezember. Dazu hoffe ich, wir kriegen 4 Europapokalspiele, ein Pokalspiel. Das sind mit dem Beginn von Februar bis Dezember ungefähr 45, 46 Pflichtspiele, die wir machen müssen. Und da muss der Verein auch in den sauren Apfel beißen, vielleicht dieses Spielkader etwas größer zu halten. Man kann ja auch noch bis Dezember Spieler oder bis Januar Spieler transferieren. Also das ist alles ein bisschen mehr in Bewegung. Und im nächsten Jahr laufen bei uns 2 Torwartverträge aus, mit Hermann und mit Michael Zett. Also werden Sie jetzt an jemanden herantreten? Nein, ich habe ja gerade gesagt, wir sind momentan bei Null. Wir müssen abwarten, wie sich die Sache mit Wittischek entwickelt. Oder welche Spieler eigentlich gehen und uns auch ein bisschen Geld bringen.
Wunschdenken von einem Trainer öffentlich hat immer was damit zu tun, wie weit der Präsident meistens sagt, ja, die Summe kann ich investieren oder können wir investieren. Alles andere ist falsch. Hat in Erfurt heute der deutsche Meister gespielt? Wenn das stimmen sollte, komme ich wieder hierher und dann machen wir noch ein falsches Spiel. Das verspreche ich. Und die Autogrammstunde. Ich möchte das geklärt haben, ob der Erlinger gesagt hat, ich bekomme 4.000 Mark für diese Autogrammstunde. Ich habe sie deshalb abgesagt. Wenn das stimmt. Wann soll ich das gesagt haben? Also ich habe erstens auf dem Thüringen-Lotto und Thüringen allgemein wollten gemeinsam die Veranstaltung haben. Und auf dem Thüringen-Lotto gesagt, dass Feldkamp 4.000 Mark zahlt für die Autogrammstunde. Dann habe ich mich mit Herrn Kittelmann, können wir auch sofort noch rein, dann habe ich mit Frau mit Ihnen telefoniert. Noch mehr Leute. Ich habe nochmal gesagt, dass ich den Vorschlag. Ich habe das gesagt. Ob ich spreche möglich wäre, wieder ausreden. Dann hatte ich den Vorschlag gemacht, ob es nicht möglich wäre, daraus eine gute Aktion zu starten und den Herrn Feldkamp für ein Talentetraining in Erfurt zu gewinnen, eine Stunde lang. Dann Sie gesagt, haben mich gefragt nach einem Talentetraining. Ja, und ich hatte Sie haben nach mich nach Geld gefragt. Dann Sie gesagt, Sie haben doch eben klipp und klar gesagt, dass Sie mit Thüringen Lotto gesprochen haben. Also können Sie es nicht von mir haben. Ich habe mit Ihnen gesprochen. Ihnen habe ich gesprochen. Ja, über diese 4.000 Mark. Nein, 4.000 Mark wurde überhaupt nicht gestartet. Das ist das. Und nächstes Mal frage ich 10.000 Mark. Und dann gebe ich das der Jugend hier. Das ist nicht was für Also ehrlich, das ist eine Frechheit, ist das. Gut, wir reden. Ja, nicht von mir doch nicht. Herr Gott, doch mal, wenn Sie mit Thüringen Lotto verhandeln, das ist dann nicht meine Sache. Ich habe mit Ihnen gesprochen, Sie wollten 4.000 Mark. Ich will von Ihnen doch gar nichts. Ich habe doch mit Ihnen gar nichts zu tun. Ich bitte, wir sprechen dann noch mal darüber. Das ist so ein Schwachsinn, habe ich in meinem Leben nicht gesagt. Dass die daran gescheitert ist. Wir nehmen den Vorschlag von Herrn Feldkamp sehr gern an und hoffen, dass der FC Kaiserslautern Meister wird. Deutscher Meister wird und dass wir dann demnächst ein Freundschaftsspiel miteinander bestreiten. Gibt es noch Fragen? Herr Feldkamp, könnten Sie sich vorstellen, in Ostdeutschland einmal Trainer zu sein? Ja. Haben Sie eine Wunschstadt, eine Wunschmannschaft? Das ist eine solche eine Fangfrage für einen Trainer. Nein, ich sag mal, wenn man immer wieder gefragt wird, haben Sie einen Wunschverein? Seit 15, 20 Jahren werde ich gefragt, wann haben Sie einen Wunschverein? Ich habe immer den Wunschverein, wenn ich drei Angebote, dann nehme ich den, den ich mir wünsche und wenn ich nur einen habe, dann nehme ich den. Und seit Jahren ist das eine hervorragende Art, so in der Öffentlichkeit zu arbeiten. Ich möchte eigentlich das, was ich eingehend sage, ich möchte eigentlich, dass wir nicht diese weiße Zone bekommen. Wir kriegen jetzt zwei hinein, dann steigen plötzlich zwei ab. Ich weiß, wie stark die Regionalliga oder die zweite Bundesliga ist im nächsten Jahr. Wie schwer es ist, sich daraus zu qualifizieren. Dann kann es passieren, dass wir in zwei Jahren ja, wieder die Grenze haben, die sportliche Grenze haben, wo wir die andere abgebaut haben. Nur weil wir auch langsam reduzieren wollen auf 16. Und ich sehe keine Logik, dass wir das, was an Zuwachs da ist, an Zuschauern, was alles möglich ist, dass wir uns selbst kastrieren. Das macht keine Firma. Solange man doch das Volumen hat, nutzt man das doch aus. Und ich hoffe eigentlich, dass darin möchte ich, dass wir uns da mehr in die Breite setzen. Und nicht auf 16. Wir sind Weltmeister geworden, wir qualifizieren uns für alle möglichen Turniere und fangen selbst an, die Bundesliga in Frage zu stellen. Ich weiß gar nicht, warum. Warum sollen wir mit 16 Vereinen arbeiten? Das sagen immer die, die oben stehen. Und wir werden immer wieder, ob wir 16 kriegen, haben wir immer drei oder vier unten stehen. Egal, ob wir 20 haben oder 22 haben. Und ich möchte eigentlich für die Zukunft, dass man wirklich diese 18, 20, wie es die Engländer auch spielen, die spielen seit Jahren so und sind auch in ihren Vereinsmannschaften stark, wirtschaftlich gesund. Ich halte das für falsch und ich hoffe, dass man darüber noch sehr oft im DFB spricht und sich doch ein bisschen mehr auf die 20er Liga einschießt. Vielleicht auf 18, aber mit Sicherheit werde ich 16 als verrückt ansehen. Sie würden also vom Gefühl her auch sagen, wir sind etwas zu kurz weggekommen mit zwei Bundesligas. Das halte ich für falsch, weil dann, das ist so schwer. Ja. Was soll man jetzt sagen, wir nehmen direkt vier hoch und wir spielen noch eine Aufstiegsrunde. Dann haben Sie keine Chance vorher zu investieren. Nicht? Dann bleiben Sie hängen. Und ich meine eigentlich, jetzt lass uns mal die zwei nehmen. Aber jetzt in den nächsten Jahren auf immer wieder drei absteigen oder vier zu machen. Was meinen Sie, was bei uns los ist, wie investiert wird, um die nächsten zwei Jahre oder drei Jahre zu überstehen, damit man nicht plötzlich mal 15. oder 16. ist oder 17. und dann tschupp, sind Vereine aus der Bundesliga raus, die das noch gar nicht wissen. Ich möchte eigentlich diesen Druck weg haben. Also mit dem Wegkommen, das hört sich immer so. Ich freue mich, wenn wir in den nächsten Jahren das Ganze gesund in unserem ganzen Staat wirklich gemeinsam angehen, auch der Sport. Da möchte ich mal mitarbeiten. Deswegen kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir vorstellen, einen Verein hier zu trainieren. Ja. So, noch Fragen? So, dann möchte ich abschließend nochmal erwähnen, dass das heutige Spiel
im Wesentlichen von der Firma Massa gesponsert wurde, im Verein mit der Firma Valentina und Orion. In der Halbzeit fand eine Auslosung statt von 4 hohen Preisen. Die Gewinner sind hier im Raum und ich bitte den Herrn Wuth, den Werbeleiter der Firma Massa, die Auszeichnung vorzunehmen. Ja, fangen wir mal mit dem 4. Preis an. So, Herr Fettkamp, bleiben Sie immer hier. Der erste Preis sind die 4.000 Mark, wenn da oben steht. Aber sowas kommt dann. Zack, zack. Nein, genau. Stimmt aber, Herr Fettkamp. Ich weiß, was stimmt. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Das ist ein guter Gast.